Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Dienstag, der 11. April, 8.31 Uhr. Mein Name ist Carlos Martin. Sie hören uns live aus dem Traders Lab Training Raum. Wir bereiten uns auf unserem morgendlichen Box Trade vor. Und die erste Falle liegt bei 15,7. Da werden wir auch den ersten Trade platzieren. 15,706 und die Zielmarken ab dem zweiten Trade, wenn wir auf Strecke gehen, wäre dann in Richtung der Widerstandszone und das ist so um die 50er. Das heißt hier, wo die grüne Linie ist, nach unten herum würden wir die 60er nehmen. Das ist die erste Unterstützung plus dann das Gap. Dort seht ihr die rote Linie plus darunter den Daily Pivot mit der Big Number. Das ist die Fahrstrecke, ja, und wo kommt die grüne Box raus, die Vola-Box, auch das schauen wir uns an. Die Vola-Box kommt rein bei 15.656, das heißt unterhalb der Unterstützungszone des 38ers jetzt. So, und das bedeutet, wir warten ab. 15.706 wäre dann die erste Falle. Wenn der Kurs 1,5 Punkte reinläuft, wird die Box dann aktiviert. 8.50 Uhr, die Falle hat zugeschnappt an der Big Number. 15.707 Long, 15.692 Short, 8.50 Uhr. Und in dem Moment sind wir Long. Und wie immer, erste Trade. Enges Gewinn. Wir sind im zweiten Trade. Big Number. Wir haben unten Vola-Boxen, die warten. MTX. Haben wir noch kein Short-Setup. Dritter Trade und wir gehen auf angepasst. Es ist 9 Uhr. Franz, guten Morgen. René, guten Morgen. Gelohnt, also Mikrofon nicht angehabt. Also 9.57 Uhr, der Markt hat versucht uns einzuschläfern. Der Markt ist jetzt hier, ausgebrochen. 15.660 sind wir raus und
Ich hoffe, der eine oder andere konnte es mitmachen. Und für den Eröffnungstrade, seht ihr, haben wir ein bisschen mehr mitgenommen. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin gute Trades, und im Live-Trading-Raum machen wir jetzt gleich weiter. Gucken wir mal auf das nächste Setup.